Moin und herzlich willkommen, euer Dimi Vesos hier. Und zwar grätsche ich diesmal dazwischen und kommentiere einfach mal das Video vom lieben Thorsten von Snake Oil Audio. Es ist also ein Reaction-Video zu dem Video von Snake Oil Audio, was wiederum auch ein Reaction-Video ist zu dem YouTube-Kanal von Phonofono. Thorsten und ich, oder Snake Oil Audio und ich, kennen uns nicht, zumindest nicht persönlich. Aber ja, es fing an, als wir gegenseitig unsere Videos kommentierten und dann irgendwann auch E-Mail-Kontakt hatten. Also insofern ein gewisser Kontakt besteht. Und ja, wenn man so den Verlauf liest, unsere E-Mails waren immer auf einer sehr freundlichen und angenehmen Ebene. Somit gehe ich davon aus, dass wir cool miteinander sind. Zumindest von meiner Warte aus. Ist auch nicht verwunderlich, mit mir kann man eigentlich gar nicht Streit haben. Ich kenne dieses Wort bzw. dieses Verhalten gar nicht. Also, Mr. Snake Oil Audio, by the way, wenn du dieses Video siehst, meine Einladung steht immer noch. Wenn es dich also mal in den Norden verschlägt, nach Hamburg, dann komm gerne vorbei. Du bist herbstlich eingeladen. Herbstlich, denn in Hamburg ist es immer Herbst, egal zu welcher Jahreszeit. Also vergiss deine Regenjacke nicht. Nun zu dem Phonofono Reaction Video von Snake Oil Audio. Ich wurde in diesem Video kurz erwähnt. Zugegeben, es ist eine sehr kurze Erwähnung, wirklich ein sehr unwesentlicher kleiner Bruchteil dieses Videos. In prozentual wahrscheinlich 0,01%. Aber ich wurde dort in einem sehr, oder für mich sehr wichtigen Kontext erwähnt. Und deshalb möchte ich hier einmal kurz Stellung beziehen. Er spricht hier über die Tatsache, dass es eben nur wenige Fachhändler gibt, die ernsthaft einen YouTube-Kanal betreiben. Und er spricht auch sehr positiv darüber. Und in der Liste der Namen, die er da aufführt, fallen eben große Namen wie Fidelity Hamburg, SG Acoustics, Hi-Fi im Hinterhof und eben auch Phonofono. Ja, und ich als Kleiner, dafür aber mit einem ganz großen Sinn für Humor, komme in der Liste auch kurz vor. Ja, und zum einen fühle ich mich geschmeichelt. Ich empfinde das wirklich als Kompliment. Vielen Dank dafür, dass eben so einer wie Snake Oil Audio scheinbar schätzt, was ich mache. Dennoch muss ich mich hier klar abgrenzen von diesen Händlern oder generell von dieser Kategorisierung. Ich bin jetzt nicht gegen die Händler und deren Treiben, darum geht es mir nicht. Abgrenzen klingt auch irgendwie so negativ, so als will ich nichts mit denen zu tun haben. So ist das jetzt eigentlich gar nicht gemeint. Das, was ich mache, ist nur nicht direkt das, oder das, was die machen, ist nicht direkt das, was auch ich mache. Da gibt es eine ganz wichtige Unterscheidung für mich und vielleicht ist es auch mal Zeit, dass so ein Video von Snake Oil Audio veröffentlicht wird, sodass ich mich gezwungen fühle, mich auch zu diesem Thema ein bisschen zu äußern. Und es ist auch nur verständlich, dass man das von mir denkt, dass ich quasi ein ganz, ganz normaler Händler bin. Noch schlimmer, manche können sogar gar nichts mit mir anfangen und nicht selten kam mal die Frage, hey Dimi, ganz ehrlich, was machst du eigentlich? Ich kann überhaupt nichts mit dir anfangen. Ich weiß überhaupt nicht, was du da eigentlich machst genau. Und das kann ich auch absolut verstehen. Ich stelle jetzt erstmal ganz kurz klar, dass ich in erster Linie YouTuber bin. Ja, frisch dabei, gerade mal seit 1,5 Jahren. Und ich habe noch keinen großen Kanal, dafür einen sehr großen. Nochmal bringe ich diesen Witz nicht. Also, ich habe noch keinen sehr großen Kanal, aber Ziel ist es definitiv, dass dieser Kanal irgendwann sehr groß wird. Mein Ziel ist es also nicht, ein großer Fachhändler zu werden mit einem riesen Online-Shop dahinter und jeden Tag Pakete durchzuschleusen. Das allein ist schon mal ein großer Unterschied zu diesen genannten Händlern. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass alle einen Online-Shop haben, das weiß ich nicht so genau, aber zumindest ist der Fokus auf den Verkauf ausgerichtet. Diese genannten Händler betreiben also ihren YouTube-Kanal, um ihr Geschäft groß zu machen, um ihre Verkäufe anzukurbeln. Bei mir ist es eher genau umgekehrt. Ja, ich verkaufe auch, aber fernab vom Marktschreierischen. Absolut nicht marktschreierisch. Ich denke, das erkennt ihr auch in meinen Videos. Ich suggeriere nicht, kauft bitte bei mir folgende Produkte und so weiter und so fort. Wenn ich also verkaufe, was durchaus vorkommt, um
über Wasser zu bleiben, um zu überleben und diesen YouTube-Kanal weiter zu erhalten bzw. den groß zu machen. Das ist mein Ziel. Also ich verkaufe, um den YouTube-Kanal stark zu machen. Die anderen führen den YouTube-Kanal, um ihre Verkäufe anzukurbeln. Schaut euch als Beispiel mal meine Website an. Die ist wirklich sehr, sehr schön. Man kann dort Beiträge lesen, sich über Themen informieren. Schaut ruhig mal rein, das lohnt sich wirklich. Sie liest sich auch wirklich sehr, sehr schön. Schaut nicht, bitte nicht auf jedes einzelne Detail, die ist noch nicht fertig. Das eine oder andere Bild wird noch ausgetauscht. Aber dennoch, es liest sich wirklich sehr, sehr schön. Und worauf ich hinaus will, ist, dass ihr einfach keinen Button finden werdet mit jetzt kaufen. Ich suggeriere also nicht, dass man bei mir kaufen muss. Weder in den Videos noch auf der Website. Ich mache das also nicht aktiv. Warum das alles? Warum halte ich mich da quasi so zurück, was den Verkauf betrifft? Weil mein Fokus eben die Videos sind. Was mache ich für Videos? Auch da gibt es einen, finde ich, sehr großen Unterschied zu den anderen YouTube-Fachhändlern. Denn bei mir auf meinem Kanal geht es um die Szene im Allgemeinen. Ich zeige die Szene, ich zeige HiFi-Messen, zeige den Vinylbus, zeige also Themen, von denen ich wirtschaftlich erstmal nichts habe, weil ich dadurch keine Produkte verkaufe. Oder kennt ihr Fachhändler, die Themen anbieten, abseits von deren Produkten? Kennt ihr einen Fachhändler, der Produkte reviewt, die er gar nicht mal führt? Nö, da kenne ich nur mich. Kennt ihr einen Fachhändler, der einen Bericht über einen anderen Fachhändler macht? Nö, da kenne ich auch nur mich. Ich bin der Einzige, der zur Community nach Hause fährt und deren HiFi-Setups zeigt mit Produkten, die er selber gar nicht führt. Welcher Händler würde das machen? Jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, ja, Grobi TV, ne? Der geht auch zu den Kunden nach Hause und zeigt deren Setups. Ja, aber wenn Grobi das macht, dann hat er dem Kunden auch irgendwie ein 100K-Kino verkauft und hat richtig Asche verdient. Und zeigt dann nochmal das coole Kino, was er da installiert hat. Das ist ja bei mir nicht der Fall. Das sind Leute, wo ich hinfahre, die haben bei mir gar nicht gekauft. Ich butter sogar eher Geld da rein. Also wenn ich jetzt ein Video bei jemandem zu Hause drehe, dann bedeutet das eigentlich für mich, dass ich vierstellig Kosten habe. Das ist wirklich so. Natürlich sehe ich langfristig einen gewissen Sinn dahinter, einen gewissen wirtschaftlichen Sinn auch dahinter. Ganz so doof bin ich natürlich geschäftlich jetzt auch nicht. Aber erstmal butter ich da rein. Und es kann auch sein, dass mein Plan nicht aufgeht. Aber ich habe erstmal Spaß daran und das Video mache ich für euch, für die Community. Sowas macht kein Händler. Ich unterscheide mich da also sehr, sehr stark von den anderen. Mir geht es jetzt aber auch nicht darum, irgendwie darzustellen, ob das, was ich mache oder das, was die machen, besser oder schlechter ist. Völlig wertungsfrei, darum geht es überhaupt nicht. Es geht wirklich nur um den Unterschied. Der Fokus eines Händlers liegt ganz klar darin, seine Produkte zu verkaufen. Und das ist auch völlig verständlich. Der lebt davon, der lebt von dem Verkauf seiner Produkte und hat kein Interesse, Produkte von Herstellern zu zeigen, zu erklären, geschweige denn gut zu bewerten, die er eben nicht führt. Es geht also nur um seine eigenen Produkte und die sind immer gut. Das soll jetzt nicht heißen, dass Fachhändler nicht ehrlich sind. Also ich gehe eher stark davon aus, dass die Markenauswahl bewusst gewählt ist, dass die Verkäufer dahinter stehen. Dementsprechend sind aber die Produkte auch immer gut. Ansonsten wären die Vertriebe jetzt auch nicht so begeistert, wenn man irgendwas Schlechtes über sie sagen würde. Ich dagegen bin da völlig unabhängig. Wirklich. Ich kann sagen, was ich will. Und das mache ich gern. Denn ich will, dass ihr von meinen Videos profitiert. Ich will, dass ihr eine ehrliche Meinung bekommt, ohne Blatt vor dem Mund, sodass ihr etwas von den Videos euch auch herausziehen könnt und eben was davon habt. Neulich habe ich zum Beispiel ein Video abgelehnt von einem Hersteller. Ich war jetzt lange am Überlegen, ob ich euch den Herstellernamen nenne, aber das ist einfach zu frisch gerade. Deswegen lasse ich es an der Stelle erstmal sein. Aber es ist wirklich so gewesen, dass ich Lautsprecher zugeschickt bekommen habe von einem Hersteller, die ich dann eben testen durfte und später sollte ich auch ein Video dazu drehen, auch ganz normal gegen Bezahlung und so weiter. Ja, und da musste ich tatsächlich irgendwann zurückschreiben und sagen, tut mir leid, ich werde dieses Video nicht drehen, ich schicke euch die Lautsprecher zurück. Die sagen mir leider nicht zu. Da habe ich völlig höflich geschrieben, ist wie es ist, aber ich habe es jetzt auch nicht übers Herz gebracht, das Video trotzdem irgendwie zu drehen.
auch meine ehrliche Meinung abzugeben, zu sagen, ja, gefallen mir nicht so gut, meine Bezahlung zu kassieren und gut ist. Auch umgekehrt wäre das auch nicht mein Ding gewesen, einfach das Video zu drehen, meine Meinung auszulassen, einfach die technischen Daten runterzurattern, nur um das Video zu haben und meine Bezahlung zu kassieren, wäre auch nicht mein Ding gewesen. Deswegen habe ich gesagt, ich lasse es einfach mal ganz sein. Wenn ich jetzt anfange und irgendwie jedem einen Gefallen tun, ein Video drehen, nur um Geld zu verdienen, dann ja, so fängt das an und dann ist man einfach nicht mehr authentisch und ehrlich. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich bleibe mir treu, ich mache das jetzt nicht, ich lasse es einfach ganz sein. Und wenn ich irgendwann die Möglichkeit habe, das meine ich völlig ernst, wenn ich diese Lautsprecher nochmal in den Händen bekomme, diesmal nicht direkt vom Hersteller, dann werde ich aber ein Video dazu machen und dann werde ich einfach meine ehrliche Meinung dazu geben. Thema abgehakt. Anschließend spricht Snake Oil Audio über die Informationen, die geteilt werden in den Videos. Ob sie nun ihr Wissen teilen, ihre Meinung teilen oder, wie hat er das bei Fonofono gesagt? Oder ob das eben Geschmackseindrücke sind. Ja, und er wünscht sich eben, dass die Händler eben mehr technisches Wissen vermitteln. Ein sehr wichtiger Punkt, kann ich sehr, sehr gut nachempfinden. Fakt ist, unabhängig davon, ob man jetzt tiefes technisches Wissen vermittelt, muss man sich für sein Video wirklich eine klare Struktur überlegen mit inhaltlich interessanten Informationen, von denen man auch einen Mehrwert hat. Das bedarf einer sehr, sehr guten Vorbereitung. Und das, finde ich, muss man machen, sodass die Leute auch wirklich etwas von diesem Video haben. Schaffe ich auch nicht immer. Und die eine oder andere Kritik musste ich da auch einstecken. Aber Kritik finde ich immer gut, wirklich immer gut. Ich kann damit echt gut was anfangen, ziehe mir dann das heraus, was ich brauche und wende es dann auch an. Und ja, Kritik ist wirklich immer gut, um sich da eben zu verbessern. Und ich mache auch nicht immer Videos oder ich mache auch eher seltener Videos mit richtig technisch tiefem Wissen. Ist nicht mein Ding, ganz ehrlich, muss ich zugeben. Dafür reicht meine Erfahrung nicht. Es gibt da genug andere, die das deutlich besser machen in dem Bereich. Und mich da jetzt hinzustellen und da mitzumischen, da folge ich lieber diesen Kanälen und lerne von ihnen dazu. Dazu gehören einmal Snake Oil Audio an der Stelle und gleichermaßen für mich auch ganz weit oben ist hier The Soundfile, Igel Schönwitz von The Amazing Studios. Ganz, ganz klasse Kanäle, gefallen mir beide richtig gut. Und jetzt passiert Folgendes, ich will auf etwas hinaus. Meine Erfahrung und mein technisches Wissen sind ja klar mehrere Stufen unter diesen beiden Kanälen, okay? Aber dennoch höre ich Ihnen gerne zu, kann den beiden auch folgen, kann verstehen, was sie mir vermitteln wollen und es macht mir dann auch Spaß. Jemand, der allerdings lediglich HiFi begeistert ist und in diesem Thema einsteigt, technisch weniger Verständnis hat, der findet sowas, sorry, wenn ich das sage, absolut langweilig. So ist das. Die kommen dann nicht mit, sind überfordert. Und im Zweifel lassen Sie es mit HiFi sein. Klar sind die absoluten Nerds dann vielleicht von mir gelangweilt, weil sie eben technisches Futter brauchen, was ich ihnen dann in dem Moment nicht gebe. Aber was ich weiß, ist, dass ich viele Follower habe, die sich technisch ziemlich gut auskennen und sich trotzdem bei mir wohlfühlen, weil sie eben was von der Szene erfahren, weil dann doch mal das ein oder andere Video kommt über ein Produkt, wo ich technisch ein kleines bisschen näher eingehe oder das Video einfach gut gemacht ist, aber generell die Szene zeige oder auch mal ein Interview führe mit Menschen, die sich extrem tief auskennen. Also insofern biete ich schon Stoff für den Nerdigen. Aber wenn es dann darum geht, dass ich jetzt dieses ganz, ganz technische, tiefe Wissen vermittle, das können andere viel besser. Aber alle anderen HiFi-Begeisterten, die einfach nur mal eine ehrliche Meinung haben wollen oder sich kurz informieren wollen über ein Produkt oder einfach nur mal entertained werden wollen in der HiFi-Szene, das sind dann die, die sich weiter mit dem Thema beschäftigen, dranbleiben, dann irgendwann vielleicht noch mal tiefer eintauchen und womöglich dann auch die anderen genannten Kanäle
The Soundfile oder Snake Oil Audio dann abonnieren, um nochmal tieferes technisches Wissen zu erlangen. Und wenn ich die Brücke bin für diese Leute, an diesem Thema dran zu bleiben, Fuß zu fassen und eben Spaß am Hobby zu haben, dann finde ich, haben wir alle gewonnen und dann bin ich auch wirklich sehr, sehr happy damit. Und eins kann man mir nicht nehmen, und zwar meine Hörerfahrung. Meine jahrelange Erfahrung mit verschiedenen Marken und Modellen, die kann man mir auch nicht nehmen. Was ich alles an Geräte in den Händen hatte, das ist echt nicht wenig, das ist echt viel. Und ich bin gerade mal 33, by the way. Also ich habe wirklich sehr, sehr viele Geräte schon in den Händen gehabt. Das liegt daran, dass ich halt eben auch jahrelang im Handel gearbeitet habe. Und dadurch weiß ich ganz genau, welche Geräte gut miteinander harmonieren und kombiniert werden können. So, und durch den Handel damals hatte ich auch mit sehr vielen Menschen zu tun gehabt, mit sehr vielen Hörtypen und habe auch gelernt, herauszufinden durch die Gespräche, was zu dem Kunden passt. Also ich könnte wahrscheinlich relativ schnell herausfinden, ne, wo könnte ich, welche Geräte könnte ich ausgrenzen, wohin tendiert der Kunde, um dann einen gewissen Tipp abzugeben. Das sind so Erfahrungswerte, die ich also vom Handel definitiv habe. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, finde ich, ich weiß ganz genau, welche Geräte oft reklamiert werden und durch den Service müssen. Also diese Reklamationsquote von gewissen Herstellern, die habe ich noch ganz, ganz gut im Kopf. Und noch besser, ich weiß auch ganz genau, welcher Service dahinter dann auch gut ist. Das beste Gerät, also die besten technischen Geräte können auch mal kaputt gehen. Und da liegt es dann am Hersteller oder am Vertrieb, dass dann der Support richtig gut ist. Und da weiß ich leider Gottes auch ganz genau, welche Vertriebe oder Hersteller da pennen an der Stelle und welche ihren Job dann noch richtig gut machen. Wenn mich jemand also anschreibt und einfach nur mal eine Information haben möchte und wissen möchte, wie zum Beispiel jetzt, soll ich sagen, keine Ahnung, eine V-Receiver Onkyo TX 8050, nur mal als Beispiel, ist ein alter V-Receiver, und wissen möchte, nicht nur, wie die klanglichen Eigenschaften sind oder die technischen Features, was das Ding kann, sondern auch Informationen darüber erfahren möchte, ob das Dinger sind, die schnell kaputt gehen und so weiter, dann sind das Informationen, die kann ich sehr, sehr gut teilen. Und das mache ich dann auch ganz ehrlich. Das war's. Wie gesagt, es geht mir hier absolut gar nicht darum, andere Händler irgendwie schlechter darzustellen. Es geht mir wirklich nur um den Unterschied aufzuzeigen. Ganz klar, ich finde ganz toll, was die anderen Händler machen. Ich bin wirklich Fan von den meisten. Und vor allem Fidelity. Ihr wisst, Fidelity Hamburg ist der Händler, wo ich 11 Jahre lang angestellt war. Und wer bin ich, irgendwie Fidelity zu bashen? Das ist der Laden, wo ich meine ganze Erfahrung her habe. Also den habe ich eigentlich alles zu verdanken, wenn man so will. Und das ist auch etwas, was ich nie vergessen werde. Also insofern, ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen mit diesem Video, mit meinem Statement. Ihr könnt ein bisschen mehr mit mir anfangen. Wie gesagt, es gibt manche Leute, die konnten echt nichts mit mir anfangen, wussten nicht, was mache ich da eigentlich. Vielleicht hat dieses Video euch ein bisschen weitergebracht. Und ja, wie gesagt, es ist so, dass ich nicht Videos mache, um meine Verkäufe anzukurbeln. Nein, ich verkaufe, um meinen YouTube-Kanal zu finanzieren und da hoffentlich irgendwann groß zu werden. Das ist wirklich mein Fokus, das ist mein Ziel. Und das schaffe ich allerdings nur mit eurer Hilfe, indem ihr fleißig meine Videos schaut, liked, kommentiert, abonniert, und dafür müsst ihr kein Geld ausgeben. Das kostet euch nichts. Es kostet euch ein bisschen Unterstützung, indem ihr, wie gesagt, die Videos schaut und teilt und kommentiert. Und das ist alles, was ich quasi mir von euch wünsche. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann, dass der Kanal dann richtig, richtig groß ist. So, an der Stelle passt es vielleicht auch sehr gut, dass ich euch nochmal sage, was demnächst alles für Videos erscheinen werden, damit ihr auch schön dranbleibt. Und zwar werden wir uns ein bisschen noch mit Vinyl befassen, also mit den Schallplatten. Und zwar war ich bei ELAC beim Tag der offenen Tür, da war der Vinylbus ja auch gewesen. Und ich habe 3 Schallplatten da eingekauft im Namen von ELAC, also ELAC bezahlt. Und ich werde diese Schallplatten dann über meinen Kanal verlosen.
Das zum einen. Und dann habe ich noch einen Bericht über den Vinylbus. Und zwar geht es darum, ich habe ja schon mal einen gemacht, einen Bericht über den Vinylbus. Und der Michael Lohrmann, der Inhaber, der wusste damals davon gar nicht so viel. Ich habe es ja einfach so gemacht. Und dann habe ich ihn auch interviewt und habe dann auch gefragt, sag mal, kannst du nicht auch mal nach Hamburg kommen? Und er sagte, ja, von wegen, nee, Hamburg ist nicht so interessant, weil es gibt ja genügend Plattenläden dort. Irgendwie habe ich ihn doch überredet, jetzt kommt er bald nach Hamburg und da werde ich auch sein und werde auch noch mal einen kurzen Bericht dazu machen. Auch wieder Schallplatten einkaufen, 3 Stück. Die kaufe ich dann aber selber ein und verlose sie über den Kanal. Was habe ich noch vor? Es wird ein Video über einen Kopfhörer noch geben, der zu einem sehr fairen Preis angeboten wird. Und deswegen habe ich mir gedacht, zeige ich den mal, weil der ist ziemlich gut, der Kopfhörer. Oha, was habe ich noch? Aussounds, ein Projekt über wiederum einen Kopfhörerhersteller oder Portable Audio Hersteller. Und das Projekt ist mit verschiedenen Musikern gemacht worden. Das ist abgeschlossen, das Projekt. Das hat sehr lange gedauert. Ich habe damit, glaube ich, im März angefangen. Sehr lange her. Und das Projekt ist jetzt abgeschlossen. Das Video steht, wird demnächst kommen in 2 Teilen. Auch sehr interessant. Dann werde ich ein sehr starkes Event im Oktober hier veranstalten bei mir in der Location. Und das werde ich auch filmen und vorher ankündigen, was für ein Event da kommen wird. Und mein Highlight-Video für dieses Jahr, hoffentlich werde ich das so im November veröffentlichen. Da geht es um das beste Tonstudio der Welt. Also Leute, macht euch da was auf was gefasst. Das ist der Hammer. Also das beste Tonstudio der Welt. Und dafür bin ich ganz in die Schweiz gereist, nach Bern. Die Aufnahmen sind getätigt, das muss noch geschnitten werden. Ich muss da noch ein Statement zu aufnehmen. Wirklich, das wird ein Hammervideo. Egal, ich will euch jetzt nicht lange vollsitzen. Das war's. Freut euch auf die nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao.